fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute, ich schneide hier gerade Blätter. Und das Tier, um das es heute geht, macht das auch. Es ist die Blattschneiderameise. Wofür die Ameise und ich die Blätter brauchen, das erfahrt ihr in der heutigen Sendung. Aber vorher treffe ich mich mit Lydia, denn die kennt sich richtig gut mit Blattschneiderameisen aus. Wir starten mit den ersten Infos. Blattschneiderameisen sind zwar klein, aber stark wie ein Bär. Sie tragen Blätter und Knospen durch die Gegend, die viel schwerer sind als sie selbst. Warum sie das machen, bleibt erstmal ihr Geheimnis. Blattschneiderameisen gehören zu den sogenannten Knotenameisen. Zwischen Kopf und Brust und Hinterleib haben sie zwei schmale Gelenke, die wie Knoten aussehen. Die Insekten leben in einem Ameisenstaat, in dem jedes Tier eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Hier haben die Weibchen das Sagen. Männchen sind nur zur Paarung da und sterben danach. Bei uns in Europa gibt es zwar jede Menge Ameisen, aber Blattschneiderameisen leben nur in den Tropen von Mittel- und Südamerika. Dort lebt auch ein Feind dieser Insekten, der Ameisenbär. Mit seinen Grabkrallen wühlt er die Nester auf und verputzt täglich 20.000 Tierchen. Vor ihm sind die Blattschneiderameisen ständig auf der Hut. Und hier sitze ich nun mit meinen Papierschnipseln und warte auf die Tierforscherin Lydia. Wir haben uns auf einer Farm im Pantanal verabredet. Das riesige Sumpfgebiet liegt in Brasilien, auf dem südamerikanischen Kontinent. So. Hi, Anna. Hallo. Bist du bereit? Ich bin soweit, alles vorbereitet. Super, dann nehmen wir das Wasser und dann können wir schon los. Jawohl. Pack. Wie die Blattschneiderameisen. In den brasilianischen Wäldern, Seen und Flüssen leben die tollsten Tiere. Wie der Brillenkaiman, ein Krokodil. Die geselligen Riesenotter jagen Fische. Und an Land schnüffelt das gepanzerte Gürteltier nach einer Partnerin. Hyazinth-Aras hüten bei der Nisthöhle ihren Nachwuchs. Das sind die größten Papageien der Erde. Aber genauso spannend sind kleine Lebewesen wie die Blattschneiderameisen. Nach einem Ameisenhügel halte ich aber vergeblich Ausschau. Und stopp. Und stopp. So, wo ist jetzt das Ameisennest? Hier überall. Es fängt in den Bäumen an, dann haben wir hier auf dem Boden, haben wir Ameisen und unten im Boden. Boah, Wahnsinn. Und das ist alles eine Kolonie. Genau, bis zu 8 Millionen Tiere. 8 Millionen. Zum Vergleich, so viele Einwohner leben in der gesamten Schweiz. Na dann sollten wir doch eigentlich die ein oder andere zu Gesicht bekommen, oder? Bin sehr optimistisch. Sehr gut, wollen wir rein? Ja, auf geht's. Auf der anderen Seite des Kuhzauns beginnt die Stadt. Rinder können also nicht auf den Ameisen herumtrampeln. Wir schon. Vorsicht, wo du hintrittst. Wir sind mitten in der Stadt. Und wie in jeder Stadt gibt es auch Straßen. Oh ja. Guck mal hier. Oh. Ja, da sieht man sie schon. Schau mal, da tragen sie die. Ach, wie cool. Und man kann tatsächlich richtig gut erkennen, dass das hier eine Straße ist. Haben die genau, die gebaut? Ja, die halten die auch aktiv sauber. Also es gibt dann extra Ameisen, die dafür zuständig sind, die anderen Blätter von der Straße zu fegen und alles schön sauber zu halten. Das heißt, bei so einem Wind wie jetzt haben die super viel Arbeit. Die Armen, ey. Und trotzdem ist der Trampelpfad deutlich zu erkennen. Ununterbrochen laufen hier Ameisen durch und das hinterlässt Spuren. Okay, also sie tragen ihre Blätter in die Richtung. Also muss die Quelle irgendwo da sein.
Schauen wir uns das mal an. Ja. Oh ja, hier marschiert eine hoch. Woher weiß sie, dass es jetzt da oben die guten Blätter gibt? Das haben ihr die Ameisen gesagt, die du hier vom Baum runterklettern siehst. Das sind nämlich die Späher. Die gehen in den Baum, suchen gute Blätter und wenn sie welche gefunden haben, kommen sie wieder zurück und setzen eine Duftspur. Und dann kann diese Ameise zum Beispiel der Duftspur folgen. Aha, die Späherin macht also genau das, was der Name sagt. Die sucht nach guten Blättern. Richtig. Und die Ameisen, die jetzt da hochkraxeln, die besorgen dann die Blätter? Genau, die schneiden die am Stiel ab und lassen sie auf den Boden fallen. Auf der Erde wird das Blatt von anderen Blattschneiderameisen in Empfang genommen. Oh ja, hier liegt schon ein Blatt. Das scheint auch schon eine Weile zu liegen, denn da wurde schon ordentlich was rausgeschnibbelt. Und da sind auch einige drauf, die hier gerade am Schneiden sind. Wie machen die das denn? Die haben ganz scharfe Kieferzangen, mit denen die wie mit so einer Laubsäge so runde Teile aus dem Blatt sägen. Mit den Beinen umklammern die Blattschneiderameisen das Blatt. Mit ihrem scharfen Mundwerk zerbeißen, zersägen und zerteilen sie es in gleich große Stücke. Und das machen sie 3 Monate. Danach sind die Kieferzangen stumpf. Und dann? Suchen sie sich einen neuen Job. Was ist der neue Job? Das ist genau das, was diese Ameise hier unten gerade macht. Dann tragen sie nämlich die abgeschnittenen Blätter zum Bau zurück. Ah, also diese Ameise war vorher auch Blattschneiderin und jetzt ist sie Transporteurin. Genau. Neben den Transportameisen besitzt der Staat eine eigene Armee. Mit der weichen Federpinzette haben wir uns ein Mitglied geschnappt. Okay, das hier ist jetzt ein Soldat. Soldat hört sich nach Kämpfen an. Was genau ist seine Aufgabe? Kämpfen und aber auch die Straßen frei halten. Und dieser hier hat sich jetzt so richtig schön in der Pinzette verbissen. Ne? Oh, Wahnsinn. Guck mal, wie der kämpft. Ja, der hat auch so richtige Mandibeln, mit denen er sich festbeißt. Ich habe Angst, dass er mich gleich beißt. Boah, woher weiß der, dass jetzt irgendwo Gefahr ist? Naja, jetzt gerade sitzt er auf deiner Pinzette und das findet er nicht so cool. Und deswegen versucht er, die jetzt zu beißen, dass sie weggeht. Aber die Pinzette interessiert das herzlich wenig, ganz offensichtlich. Hat dich denn schon mal einer gebissen? Ja, ich bin schon mal erwischt worden. Ein bisschen unangenehm. Willst du es mal probieren? Na gut, Mutprobe. Wo ist er denn? Wo ist denn das Gesicht? Ja. Ich schwitze. In meinen Fingernagel darf die Ameise ruhig beißen. Da spüre ich nichts. Scheinbar ist er gar nicht so fies, dass er die ganze Zeit beißt. Gehen wir nur nicht hier rein. Dann darf er jetzt wieder runter, ja, oder? Ja, guck mal. Die Aufgaben der Ameisen in den Bäumen und am Boden sind geklärt. Jetzt geht es ein Stockwerk tiefer. Schau mal, diese kleine Ameise hat jetzt eine halbe Weltreise hinter sich mit schwerem Gepäck auf dem Rücken. Sie musste Gefahren trotzen und jetzt endlich ist sie zu Hause angekommen am Eingang von ihrem Bau. Und was passiert jetzt? Jetzt legt sie das Blatt ab, klatscht ab und dann hat sie leider keine Ruhe. Dann geht sie nämlich wieder zu den Blättern und sammelt neue. Vor dem Eingang ist die Hölle los. Aber wie geht es mit den Blättern weiter? Werden sie unter der Erde verspeist? Was da unter der Erde so alles passiert, das habe ich mir mal in Deutschland angeschaut. Eben noch über 30 Grad, jetzt nur noch knapp über 0. Ob ich in Köln das Geheimnis der Blattschneiderameisen lüften kann? Hier gibt's ja eigentlich gar keine Blattschneiderameisen, aber im Kölner Zoo kann man sich das unterirdische Leben der Insekten mal genauer anschauen. Und dazu bin ich jetzt mit dem Peter verabredet. Mal gucken, wo der steckt. Ab ins Aquarium. Hier sollen sich nicht nur Fische herumtreiben. Hallo Peter. Hallo Anna. Wow, abgefahrene Konstruktion. Was ist denn das? Das ist unsere Blattschneiderameisenkolonie. Und hier kannst du sehen, was so unterirdisch bei einer Art Blattschneiderameisenkolonie passiert. Perfekt. In Brasilien habe ich schon jede Menge gelernt, was so über der Erde abgeht. Aber natürlich ist jetzt interessant, was passiert darunter.
Ich sehe aber schon, deine Ameisen haben gar keine Blätter zum Tragen. Die haben noch nichts. Ich habe extra auf dich gewartet, damit du die Tiere jetzt füttern kannst. Und zwar mit diesem Brombeerlaub hier. Das ist aber lieb von dir. Nimm aber Handschuhe, das piekst. Okay. Die Blattschneiderameisen sind bestimmt schon ganz heiß auf die frischen Blätter. Na endlich. Ja. Boah, das ist aber eine ganze Menge. Wie viele Ameisen sind denn da drin? Insgesamt sind hier fast 500.000. Und das Laub ist in 2 Stunden weg. Das machen wir 3 bis 4 Mal am Tag. Nee. Ja, die fressen mehr als eine Kuh. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, die müssten sich jetzt sofort draufstürzen. Und das machen sie auch. Schaut mal. Aber fressen die Blattschneiderameisen die Blätter wirklich? Gesehen habe ich das bisher nicht. Die Insekten schneiden die Blätterstücke nur ab und tragen sie in den Bau. Was machen sie nur damit? Wir kommen ihrem Geheimnis langsam auf die Spur. Ah, alles klar. Also hier ist unser Eingang in die Erde. Da kommen sie schon alle mit ihren Blättern. Und wo führt dieser Tunnel dann hin? Dieser Tunnel, der verzweigt sich dann in verschiedene Gänge. Und die Gänge enden dann in sogenannten Pilzkammern, also in vielen 100 Kammern, wo sich entsprechend ein Pilz befindet, der als Nahrung für die Ameisen dient. Und das ist dieses riesige graue Ding hier? Genau, all das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich unterirdisch in Kammern. Und das ist eben dieser Pilz, der ist dann, wenn er wächst, entsprechend hat diese graue Farbe und wird dann mit den Blattstücken versetzt. Also die Ameisen zerkleinern die Blattstücke, legen das in den Pilz rein und der überwuchert dann dieses Blattwerk und dient dann wiederum den Ameisen als Nahrung. Das ist also das Geheimnis der Blattschneiderameise. Die Insekten fressen die Blätter nicht, sie zerkauen sie nur. Auf dem ausgespuckten Pflanzenbrei wächst ein Pilz, von dem sie sich ernähren. Sie bauen ihr Futter also selber an. Genial! Gibt es dann auch noch irgendwelche anderen Kammern, Kindergarten, Wohnzimmer? Nein, also in diesem Fall, gerade bei dieser Blattschneiderameisenart, ist es so, dass die Kammern alle gleich sind. Da ist überall der Pilz drin. Und die Jungtiere, also die Larven und die Puppen und die Eier, die sind alle verteilt in diesen winzigen Kammern hier, in diesen Lücken zwischen dem Pilz. Und das ist dann auch überall gleich. Das heißt, wenn die zur Welt kommen, dann haben die auch sofort was zu futtern? Ja, die werden also als Larve werden die noch von den Arbeiterinnen gefüttert. Und wenn sie dann verpuppt sind und sich dann zu einer entsprechend fertigen Ameise entwickelt haben, dann ernähren die sich selber von dem Pilz. Wenn es hier Babys gibt, dann müsste es doch eigentlich auch eine Mama geben. Die gibt es auch. Das heißt, in diesem Fall, das ist die sogenannte Königin. Und bei dieser Art ist es eben nur eine einzige Königin, die das Ganze steuert. Wo ist die? Da bin ich ganz ehrlich, die habe ich auch seit 15 Jahren nicht gesehen. Kein Wunder bei dem Gewusel. Außerdem versteckt sich die Königin meistens ganz tief in der Pilzkammer drinnen, wo sie gut geschützt ist. Die Königin hier können wir jetzt leider nicht sehen, aber ich habe eine für euch. So sieht die Chefin aus. Über 2 Zentimeter lang. Damit ist sie die größte im Staat. Ihre Lebensaufgabe? Millionen Eier legen. Aus denen schlüpfen Larven, die nach der Verpuppung zu Ameisen werden. Stirbt die Königin, stirbt auch das Volk. Vielen, vielen Dank, Peter. Das ist wirklich spannend, was hier bei den Ameisen so unter der Erde passiert. Und während die Kölner Blattschneiderameisen weiter fleißig schuften, beame ich mich zurück zu Lydia nach Brasilien. Jetzt kommen meine Papierschnipsel zum Einsatz. Wir machen jetzt ein großes Experiment. Ich habe mich gefragt, wenn die Ameisen kleine Blattschnipsel umhertragen, dann könnten sie ja vielleicht für mich auch Papierschnipsel mit Botschaften transportieren. Vielleicht. Vielleicht. Die Frage ist, was für eine Form muss dieses Blättchen haben, damit es für die Ameisen überhaupt interessant ist? Gute Frage. Müssen wir ausprobieren. Das machen wir jetzt. Dazu brauchen wir erstmal ein Testblatt. Oh, war jetzt der halbe Baum, aber gut. Ich schneide jetzt mal verschiedene Formen aus dem Blatt raus und dann wollen wir mal sehen, was sie jetzt schön finden und was sie doof finden. Genau. Ich fange mal mit einem Dreieck an. Fände ich ja blöd, aber die Ameise vielleicht nicht. Okay, kann ich gleichschenkliges. Ich will einen Kreis. Gar nicht so einfach. Wahnsinnskreis. Ja. So, jetzt will ich noch ein Herz probieren. Oh ja. Wird wunderschön.
Also es sieht toll aus. Quadrat. Also ein Rechteck mit 4 gleich langen Seiten. Also Quadrat, Dreieck, Herz und Kreis. Ich bin gespannt, für welche Form Sie sich entscheiden. Ich auch. Probieren wir es aus. Jo. Die 4 Formen legen wir auf den Boden und nageln sie mit einem Stöckchen fest, damit sie der Wind nicht wegweht. Gleich dürfen die Blattschneiderameisen ran. So, die Blätter sind bereit. Wie entscheiden wir jetzt, was die Ameisen am besten finden? Können eine Kamera anbringen und dann machen wir einen Zeitraffer über ein paar Stunden. Und dann können wir sehen, welche Form am interessantesten war. Also auf welche Form die meisten Ameisen gehen. Genau. Perfekt. Achtung. Und los. Die erste Ameise rennt vorbei. Aber die nächsten Ameisen beißen an. So, wollen wir mal schauen. Oh. Alter, die waren aber fleißig. Gar nichts mehr übrig. Nee, alles weg. Doch. Hier. Stimmt. Ist noch ein Spieß, aber man kann nicht mehr erkennen, was es für eine Form war. Und sie arbeitet auch hart dran, ihn noch mal abzubauen. Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt, die Blattformen wurden fast vollständig weggetragen. Schauen wir uns mal das Beweisvideo an. So, genau. Ah, da schneidet einer schon was vom Kreis ab. Jetzt sind sie am Viereck. Ja, da. Oh, das ging jetzt aber schnell. Das Viereck wurde komplett weggebracht. Hier komplett. Jetzt wird der ganze andere. Guck mal, jetzt haben sie den Kreis aus dem Boden gerissen. Gut, also. Sie fanden eigentlich alles interessant. Da wird gerade noch der letzte Spieß abtransportiert. Guck mal. Also alles war gut, aber scheinbar war am besten das Viereck. Das Viereck haben sie, als gäbe es keinen Morgen mehr, abtransportiert. Das heißt, meine Botschaften muss ich auf viereckige Blätter schreiben. Genau. Gut zu wissen. Also die ganze Arbeit von vorne. Bevor ich eine Botschaft auf die Blätter schreibe, mache ich eine Probe. So, ich leg's mal hier mitten auf die Straße. Es geschieht nichts. Also, es macht. Es klappt doch. Aber wo läuft der Transporteur hin? Der bringt's weg. Der bringt's weg. Der bringt's nicht in den Bau, sondern weg. Warum macht er das denn? Eigentlich logisch. Ich meine, in so einem Blatt sind ja nicht irgendwelche Nährstoffe für den Pilz. Ne? Das heißt, die bringen ja die Blätter rein, um den Pilz zu füttern. Und das hier ist ja Quatsch. Also bringt das weg, damit es nicht auf der Straße rumliegt. Na, er räumt also auf. Das heißt, wir brauchen irgendwie Nährstoffe in unseren Blättern. Genau. Hast du Nährstoffe dabei? Nein. Also ich hatte ja eine Idee. Also Pipi zum Beispiel, ne? Könnte funktionieren. Oh, das ist aber ein bisschen eklig. Da drauf pinkeln. Ja. Also, gibt's noch eine Alternative? Ja, halb so lustig, aber du kannst auch so Salzlösungen drauf tun. Also Salz in Wasser aufgelöst. Perfekt, dann probieren wir das mal aus. So, dieses Blatt haben wir jetzt in Salzwasser getunkt und trocknen lassen. Und warum ist das jetzt für die Ameisen besser? Warum werden sie das eher in ihren Bau tragen? Weil die Salze eben Nährstoffe sind, die der Pilz zum Wachsen braucht. Und dann tragen sie es rein, damit der Pilz was zu essen kann. Genau. Okay, dann kann ich ja jetzt da meine Botschaften draufschreiben. Hey, nicht spicken. Du auch nicht, Lydia. Also, ich bin jetzt super gespannt, ob die Ameisen tatsächlich die Papierschnipsel mitnehmen und in ihren Bau bringen. Und ob ihr die geheime Botschaft lesen könnt. Los geht's. Jetzt bin ich aber auch gespannt. Nach wenigen Sekunden schnappt sich eine Ameise den ersten Schnipsel mit dem Wort Ameisen. Aber sie trägt ihn wieder nicht in den Bau. Vielleicht klappt es direkt vor dem Eingang. Die Ameisen lösen die Geheimbotschaft auf. Ameisen sind cool. Aber in den Bau schleppen sie die Zettel nicht. Lydias Trick mit dem Salz hat doch nicht funktioniert. Warum war das jetzt nix? Ja, es könnte wohl heißen, statt Ameisen sind cool, Ameisen sind ganz schön clever. Die haben nämlich einfach geschnallt, dass das in ihrem Bau nichts zu tun hat und tragen es Richtung Müllhalde. Müllhalde? Müllhalde. Kannst du mir das auch zeigen? Klar, die ist riesig.
Wie auch in unseren Städten liegt die Müllhalde am Stadtrand. Wow! Ja. Woher kommt denn der ganze Sand? Naja, so ein Nest geht ja tief rein. Also es gab mal ein Experiment von Forschern, die haben mal ein verlassenes Nest mit Beton ausgegossen, das aushärten lassen und das dann ausgegraben. Und die konnten tatsächlich zeigen, dass das 9 Meter tief geht, 11 Meter im Durchmesser mit mehreren 100 Kammern für die Pilze und so weiter. Die haben auch gerechnet, es müssen so circa 40 Tonnen Sand aus so einem Nest transportiert werden. Und dass die es nicht Korn für Korn machen müssen, vermischen die das so mit Speichel und dann kommen diese kleinen Bällchen, die du hier siehst. Und das ist so die perfekte Ameisentrageportion, so ein Bällchen. Das heißt, auf der Müllhalde liegt jetzt dieser Sand. Was wird da noch raustransportiert? Alte Pflanzenmaterialien. Manchmal sagt der Pilz auch, oh nee, die Pflanze mag ich nicht. Dann tragen die Ameisen das wieder raus und sammeln andere Pflanzen. Tote Ameisen natürlich. Dann, wenn der Pilz zum Beispiel irgendwie schmutzig ist oder so, dann wird ein Stück abgeschnitten und auch rausgetragen. Das heißt, hätte jetzt eine Ameise meine kleine Zettelbotschaft in den Bau reingetragen, hätten sie dann da festgestellt, okay, die ist nichts und dann wäre sie hier gelandet. Genau, so tragen sie einfach weg und schmeißen sie dann irgendwann weg. Aber was aus dem Bau in den Müll wandert, landet hier. Riecht wesentlich besser als unsere, als unser Müll. Das stimmt. So funktioniert die Stadt der Blattschneiderameisen. Eine Ameise alleine könnte den Staat nicht am Laufen halten. Aber 8 Millionen können das schon. Zusammen sind sie stark. Rum, rum, rum. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. Heute lüfte ich mit Tierforscherin Lydia das Geheimnis der Blattschneiderameisen. Vorsicht, wo du hintrittst. Wir sind mitten in der Stadt. Und wie in jeder Stadt gibt es auch Straßen. Auf den Straßen tragen die Ameisen Blätter mit sich herum. Aber warum? Also sie tragen ihre Blätter in die Richtung, also muss die Quelle irgendwo da sein. Blätter sind anscheinend überlebenswichtig. Zur Verteidigung haben die Ameisen sogar eine Armee. Oh, guck mal, wie der kämpft. Ja, der hat auch so richtige Mandibeln, mit denen er sich festbeißt. Dann verschwinden die Ameisen mit den Blättern unter der Erde. Was dort geschieht, zeigt mir Tierpfleger Peter im Kölner Zoo. Die Gänge enden dann in Pilzkammern, wo sich ein Pilz befindet, der als Nahrung für die Ameisen dient. Das ist das Geheimnis der Insekten. Sie fressen nicht die Blätter, sondern einen Pilz, den sie mit den Pflanzen erst züchten. Zurück in Brasilien sollen die Ameisen meine geheime Botschaft tragen. So, ich leg's mal hier mitten auf die Straße. Es klappt! Ameisen sind cool und ziemlich clever. Boah, was für spannende Tiere, die Blattschneiderameisen, oder? Wenn ihr das nächste Mal einer Ameise begegnet, dann wisst ihr, dass wesentlich mehr dahinter steckt, als einfach nur Sachen durch die Gegend schleppen. Ich sag Servus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ihr wisst ja, bleibt tierisch interessiert. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Allah.